Hallo liebe Leute, bevor das Video losgeht, ein kurzes Vorwort. Ihr habt ja vielleicht gemerkt, dass jetzt längere Zeit kein Video gekommen ist. Natürlich hatte das mit Weihnachten zu tun und ich hatte einiges anderes zu tun, als Videos zu schneiden. Aber ich habe auch sehr viel Arbeit in das jetzige Video investiert und ich habe für den Schnitt sehr lange gebraucht. Ich habe mir das Interview angeguckt und habe erstmal so was dazu geredet, aber ich war damit nicht zufrieden und ich habe dann nochmal eine Aufnahme gemacht. Ich war dann damit wieder nicht zufrieden und habe dann jeden einzelnen Take neu gemacht, in dem ich gesprochen habe, damit die Aussagen prägnanter und besser werden. Ich hoffe, die Arbeit hat sich gelohnt. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Leute! In diesem Video geht es darum, dass Maaßen bei Lanz zwar einen guten Auftritt hingelegt hat, er aber noch sehr viel mehr hätte erreichen können. Dass er Lanz und seinen Kompagnon, diesen ARD-Journalisten Olaf Sundermeier, dass er sie hätte komplett zerstören können. Und zwar mit Aussagen, die Lanz und Sundermeier in der Sendung gemacht haben. Im Folgenden zeige ich euch das Video und kommentiere es. Olaf Sundermeier ist bei uns. Das Thema ist auch zu ernst, um jetzt Scherze darüber zu machen. Der sagt, zum Thema Framing, Leute wie Hans-Georg Maaßen und auch Horst Seehofer haben an einem bestimmten Punkt und an manchen Stellen und ausgesprochen auch differenziert, nicht an jeder Stelle, aber genau diesem Lügenpresseschreien, diesem Gefühl, man darf nicht mehr alles sagen, es werden... Jetzt sieht man hier als erstes, also Lanz leugnet die Lügenpresse, tut so, es ist alles in Ordnung, man darf alles sagen, es ist alles bestens. Schauen wir weiter. Dinge verheimlicht und so weiter, Vorschub geleistet, wie meinen Sie das? Also unabhängig davon, dass Herr Maaßen das jetzt täglich macht mit seinen Twitter-Botschaften, über die er sich so ein bisschen radikalisiert, nachdem er seit ein paar Monaten eben nicht mehr dieses wichtige Amt innehat und da eine Menge... Hier betreibt Sundermeier ein Framing, radikalisiert. Er macht das jeden Tag. Sozusagen, Sie sind jetzt in dieser Parallelrealität, wo die Presse ja ganz gut ist und alles perfekt macht. Völlig unkritisch. Also Sie nehmen jetzt schon die Position ein, dass Sie völlig unkritisch sind. Und allein da hätte Maaßen schon einhaken können und sagen können, ja, wieso sagt ihr, dass alles perfekt ist? Wir haben hier A, Köln, Chemnitz und so weiter und so fort. Könnte er sie sofort festnageln? Wieso tut ihr so, dass alles bestens ist? Kein Funke von Selbstkritik. Wie kann das sein? Was ist mit euch los? Wieso macht ihr das? Allein an diesem Punkt kann er sie festnageln. Zuspruch und Applaus aus einer Blase bekommt, da gibt es ja eine Wechselwirkung, ist für mich etwas Entscheidendes gewesen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich diesen Text in der Bild-Zeitung gelesen habe. Das war nach einer Woche, nachdem ich dreimal, und zwar hinterm Steuer und nicht hinten rechts im Auto, in einer Woche von Berlin nach Chemnitz gefahren bin und mir an drei Tagen in dieser Stadt dort das Treiben angeschaut habe, mir dort angeguckt habe, was dort abgelaufen ist, selbst massiv ab... Muss man sagen, ja, sagt jetzt, er hat sich in drei Tagen das angeguckt. Man wird später erfahren, dieses Hetzjagd-Statement, um das es jetzt geht, das hat Maaßen am Sonntag gemacht. Das war aber erst am Anfang. Und vor allem diese Hetzjagd-Lüge, die dann ja öffentlich wurde durch Maaßen, die hat dann erst diese Stimmung ausgelöst, diese wütende Stimmung, an die sich dann Rechtsextreme drangehängt haben und dann Gewalt ausgeübt haben. Aber das kann man natürlich nicht Maaßen zuschreiben, sondern das sind natürlich im Endeffekt die Medien, die für die Wut verantwortlich sind und nicht Maaßen. Also mit der Logik könnte man ja sagen, kann man ja jede Aufklärung verbieten, weil jetzt sagen wir, wenn jetzt man irgendwas aufdeckt, dann löst das Wut aus und dann könnten sich ja Extremisten dran heften. Also das ist so eine richtige eine Argumentation vielleicht von Diktatoren. Also mit dem Argument kann man jede Aufklärung totschlagen. Das könnte er ja auch gleich, könnte er auch monieren. Angefeindet, angegriffen wurde, das ist so als Reporter. Zumal, wenn man dort gewesen in Chemnitz, wenn man öffentlich über diese Zusammenhänge berichtet, ja, und auch redet. Ich war jetzt ist die Frage, angegriffen, angefeindet, was heißt das genau? Wurde er jetzt
mit Gewalt überzogen oder waren einfach Leute empört? Also sehr logisch, wenn jetzt bekannt wird, dass hier gelogen wird, also von Hetzjagden berichtet wird, die nicht stattgefunden haben, ist ja klar, dass die Leute empört sind und dann wütend auf ihn sind als Journalist. Und er wird dann angegriffen. Was soll das jetzt? Was heißt das konkret angegriffen? Das weiß man jetzt nicht, alles ist offen. Auch in dieser Sendung hier, nach dieser Machtdemonstration des rechtsradikalen Flügels der AfD. Und wenn ich in diesem Kontext... Hier ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Sondermeier mit Vokabeln spielt. Rechtsradikal löst die Vorstellung von Nationalsozialismus aus. Das ist keine neutrale Ausdrucksweise, auch wenn es von der Meinungsfreiheit gedeckt wird. Lanz hat Sondermeier ausdrücklich als neutralen Journalisten ohne Schaum vor dem Mund vorgestellt. Und Maaßen könnte hier ansprechen, dass Sondermeier mit dieser Ausdrucksweise dem nicht gerecht wird. Björn Höcke und sein Flügel verneinen, rechtsradikal zu sein. In der Programmatik ist davon nichts zu sehen. Und der Verfassungsschutz hat jetzt seit 2013 oder wie lang den Flügel um Höcke nicht beobachtet. Höcke hat sich für seine 180-Grad-Rede entschuldigt und auch in dieser Rede ist es natürlich, kann man Sachen deuten, aber er hat jetzt nie konkret gesagt, wir möchten jetzt die Juden vergasen oder irgendwas Konkretes, sondern sie legen ihm das in den Mund, deuten, wollen es so umdeuten und sagen, ah ja, er hat das ja auf jeden Fall so gemeint. Das ist aber nichts Belastbares. Also nicht belastbar genug für einen neutralen, redlichen Journalisten. Einen Flügel nicht sagen, dass er vielleicht rechtsradikal ist, sondern das so als Tatsache hinzustellen, dass Höcke rechtsradikal ist. Auch wenn Maaßen jetzt nicht in die AfD eingetreten ist, könnte er das doch auch ansprechen, dass das keine neutrale Ausdrucksweise ist. Dort wurden Menschen verfolgt auf den Straßen, dort herrschte im Prinzip eine massive Gewaltbereitschaft. Dort wurde vom ersten Tag an hat die gesamte gewaltbereite rechtsextremistische Hooligan-Szene deutschlandweit mobilisiert. Ich habe selbst Sprachnachrichten gehört, sofort an dem Tag, nachdem dieser Totschlag dort stattgefunden hat auf dem Stadtfest in Chemnitz, haben Hooligans mobilisiert zu sagen, wir fahren nach Chemnitz, Kanacken klatschen. Ich gebe das jetzt wörtlich wieder. Das ist ein Sondermeier täuscht hier bewusst, indem er versucht, ein falsches Bild der Realität beim Zuschauer zu erzeugen. Faktisch war es ja so, dass durch die Hetzjagdlüge, die dann rausgekommen ist, die Leute wütend gewesen sind. Und demzufolge haben sie ihn natürlich auch wütend angesprochen und natürlich auch beschimpft, emotional. Das heißt, sie sind aus einem guten Grund emotionalisiert gewesen. Dann mag es natürlich bestimmt auch ein paar Nazis oder sonstige Autonome gegeben haben, die sich an diese Stimmung drangehängt haben und wirklich gewalttätig waren. Die also probiert haben, das auszunutzen, um dann Gewalt auszuüben. Sondermann probiert jetzt den Eindruck zu erzeugen, im Grunde alle seien so. Und die ganzen Beschimpfungen gegen ihn gegenüber seien so motiviert gewesen. Das seien alles irgendwelche Nazis, Glatzköpfe, die ihn ohne jeden Grund anfeinden, einfach aus purer Aggressionslust. Wobei natürlich aber der Grund war, den er hier bewusst verschweigt, ist eben, dass die Medien kartellartig eine Erfindung in die Welt gesetzt haben mit einer Hetzjagd in Chemnitz, die es nicht gegeben hat. Ist ja klar, wenn man als Bürger friedlich demonstriert, alle friedlich sind, man sieht schon, die ganzen Medien warten drauf, dass was passiert, es passiert aber nichts. Und dann kommt sowas, dann kommt dann doch wieder irgendeine Erfindung. Die müssen dann eingestehen, dass es unwahr ist. Und dann ist ja völlig klar, dass die Leute sauer sind und dass sie ihn natürlich dann auch zur Rede stellen. Und er tut so, ja, dass er sei einfach so von irgendwelchen Nazis. Und es seien ja alles nur Nazis. Er sei also ein Opfer von lauter Glatzköpfen, die ihn ohne jeden Grund beschimpfen. Und das lässt er eben diesen Grund. Das kennt er ganz genau, er weiß ganz genau den Grund, warum die Leute sauer waren. Aber um den Falscheindruck zu erzeugen, lässt er den Grund bewusst weg. Und dadurch, dass er diese Information weglässt, bauen die Leute sich ein völlig falsches Bild auf von der Situation. Das ist Täuschung und das macht er hier und das sollte für mich strafbar sein.
Zitat. Das ist ein WhatsApp-Verlauf? Geschlossene Gruppen, zu denen man Zugang bekommen kann, zu denen Herr Maaßen noch viel besser Zugang bekommen konnte als ich seinerzeit. Ich weiß, dass der Verfassungsschutz zumindest in Sachsen das quasi in Echtzeit auch so mitbekommen hat. Und in diesem Kontext macht im Prinzip der höchste Verfassungsschützer, und ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit der Arbeit, nicht nur der Bundesverfassungsschützer, sondern auch der Landesverfassungsschutzämter. Dadurch, dass er jetzt so lange redet, ist es auch schwieriger für Maaßen, sich das dann alles im Kopf zu behalten. Also man muss ja immer dran denken, Maaßen weiß es vorher nicht, er muss dann spontan darauf reagieren. Solche Zitate raushaut, der Bild-Zeitung im Prinzip so ein Interview gibt, was völlig von der Diskussion ablenkt. Da geht es gar nicht darum zu sagen, ist es jetzt eine Hetzjagd? Wie viele Meter brauchen wir, um etwas als Hetzjagd zu definieren oder nicht? Das ist reine Wortklauberei. Ja, wir werden dann so ganz merkwürdig semantisch. So. Das eigentliche Problem ist die rohe Sundermeier lässt hier eine entscheidende Information außen vor. Die Hetzjagdlüge geschah am ersten Tag und das Bekanntwerden davon, dass die Medien falsch berichtet haben, hat dann in den nächsten Tagen die Stimmung drastisch verschärft. Sundermeier lässt diese Information bewusst weg und täuscht damit den Zuschauer. Maaßen könnte das aufgreifen und ihn dafür zerstören. Auch gerade dieses Vorgehen müsste er erkennen, eben dieses bewusste Auslassen der Information, dass die Hetzjagdlüge und das Bekanntwerden den weiteren Verlauf maßgeblich beeinflusst hat. Gewalt, eine Stimmung, die schon etwas Pogromartiges hatte, die in diese Richtung ging. Eine sehr aufgewallte Stimmung, sehr, sehr gewalttätig. Und dann findet so eine Wortklauberei statt von jemandem, den ich einfach nur unterstellen kann. Der hat eine gewisse politische Agenda. Wir haben es ja jetzt gerade gehört, es war seine Idee, dieses Interview der Bild-Zeitung zu geben. Da würde ich meinen, da soll einfach der Verfassungsschutz in dem Augenblick seine Arbeit machen und nicht Meinung über diese große Bild-Zeitung, über dieses Boulevardmedium. Er unterstellt ihm jetzt, er würde selbst täuschen. Also Maaßen hätte eine politische Agenda und würde gar nicht seinem Amt gerecht werden und so weiter und so fort. Lenken. Und das habe ich genauso empfunden. Und wir haben es ja auch gespiegelt gekriegt in Chemnitz selbst. Ich habe es jeden Tag selbst gespiegelt gekriegt, was Herr Maaßen verzapft hat. Zu sagen, seht her. Sundermeier geht hier eine gefährliche Witte ein. Wenn er sein Frame setzen kann, also Maaßen darauf nicht reagiert, dann ist Maaßen beschädigt. Dann hat er die Richterrolle und Maaßen ist der Populist, der Hetzer, der Unruhestifter, dann kann er sein Frame setzen. Aber wenn Maaßen darauf reagiert und die Sache darstellt, wie sie ist, dann steht Sundermeier da wie ein Täuscher und Lügner. Maaßen muss nur konsequent genug immer darauf kommen und das alles genau zerlegen, was er hier macht. Wenn er das vor dem Publikum zerlegt und die Wahrheit auf den Tisch bringt, er kennt ja die Wahrheit, die Wahrheit ist auch bekannt, vor allem die Medien mussten ja einräumen, dass es keine Hetzjagden gab. Wenn er das alles, diese Verwirrung, die Lanz und er erzeugen, wenn er die auflöst, dann steht er da, dann ist er zerstört. Dann steht er als Täuscher, als Lügner, als unredliche Person da, die er ja ist. Aber Maaßen muss es aufgreifen. Und vor allen Dingen werden Lanz und er werden immer probieren, Verwirrung zu stiften, davon abzulenken und 1000 verschiedene Frames zu setzen, unterschiedliche, sodass Maaßen dazu nicht mehr kommt. Aber Maaßen muss eben hier eigene Themen setzen und darf sich hier nicht lenken lassen. Das werden wir noch später sehen, dass das ein Problem ist, werden wird. Und dass Lanz auch nach dem Monolog wird Lanz auch probieren, gleich noch eine Frage zu stellen, um von dem, was Sundermeier gesagt hat, abzulenken. Sodass die ganzen Frames von Sundermann sitzen, er dann noch einen weiteren Frame setzt und Maaßen gar nicht darauf reagieren kann. Ihr berichtet nur Lügen, nicht nur seit Chemnitz, seit Jahren immer, wenn ihr über Pegida berichtet habt, wenn er über rechte Aufmärsche im Osten berichtet hat. Das ist alles manipuliert und von der Antifa gesteuert gewesen. Und das ist der Vorwurf, den ich nicht nur Herrn Maaßen mache, sondern auch dem Bundesinnenminister Horst Seehofer, der in dieser Woche auch gesagt hat, wenn ich Bürger wäre und kein Bundesminister, hätte ich sogar selbst an Demonstrationen in Chemnitz teilgenommen. Es ging Herr Maaßen, vor allen Dingen auch um den
einen Satz, letzter Teil, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken. Hm. Was war es denn juristisch für Sie? Maaßen hat jetzt das Problem, ganz viele Vorwürfe auf einmal ausräumen zu müssen. Dazu fehlt ihm eigentlich die Zeit. Sundermeier hat jetzt einen 6-minütigen Monolog gehalten, hat darin aber ganz viele Vorwürfe, unterschiedliche Vorwürfe verpackt. Und Lanz lenkt jetzt mit einer zusätzlichen Frage davon ab. Maaßen hat zudem das Problem, diese ganzen Dinge im Kopf zu behalten. AfD-Politiker müssten in Zukunft trainieren, genau mit so etwas klarzukommen. Denn die Medien werden auch bei ihnen die gleiche Strategie anwenden. Vorwürfe, 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 Unterstellungen in Fragen verpacken, die dann die AfD-Politiker nicht ausräumen können, alle auf einmal, und dadurch bleiben sie beim Zuschauer haften. Dadurch gehen sie beschädigt davon. Und Maaßen, wenn er nicht beschädigt davongehen will, muss er im Grunde alle Frames ausräumen. Und dazu muss er auch bewusst selber das Thema lenken. Das ist bei AfD-Politikern auch immer noch das Problem. Gerade beim Meuthen-Interview war es das Problem gewesen. Und wahrscheinlich müssten AfD-Politiker sich einem gezielten Training unterziehen. Also, dass sie selber Talkrunden abhalten, wo sie probieren, das Verhalten der Medien zu imitieren. Juristisch entscheidet das das Gericht. Und Sie wissen, warum schreiben Sie, warum haben Sie diesen Begriff benutzt? Mord. Mord. Normalerweise klagt man immer an wegen des höchsten in Frage kommenden Tatbestandes und nicht wegen fahrlässiger Tötung oder Körperverletzung mit Todesfolge. Aber lassen, darf ich darauf was sagen? Ja, ne, weil ich das für ausgemachten Unsinn halte. Direkt damit zu beginnen, Sundermeyers zahlreichen Anwürfe in seinem 6-minütigen Monolog Unsinn zu nennen, ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit gewesen, die Maaßen ergreifen konnte, um sein eigenes Ansehen zu retten und um in die Offensive zu kommen. Das ist aber nur ein Teil. Der zweite Teil wäre, die ganzen Anschuldigungen auch inhaltlich auszuräumen. Dafür fehlt ihm die Zeit, aber er wird jetzt im Folgenden einen großen Schlag gegen Sundermeier machen. Dies tut er, indem er die Fakten darstellt, wie sie sind, und damit die Verwirrung auflöst. Er beleuchtet aber nur die Geschehnisse in Chemnitz und verzichtet darauf, das Verhalten von Sundermeier zu beleuchten, was sehr wichtig gewesen wäre. Also diese Dinge, die Sundermeier jetzt gemacht hat, das hätte er verarbeiten müssen, gedanklich, und das hätte er offen darlegen müssen, um Sundermeyers Frame zu zerstören und seinen eigenen Frame, sein eigenes Ansehen zu bewahren. Also, es ging um den Sonntag, 26. August 2018. 3 Uhr noch etwas war der deutsche Staatsangehörige Daniel schwerst verletzt worden. Danach ist er gestorben, 2 weiteren verletzt worden. Dann gab es 2 Demonstrationen am Nachmittag. Eine von der AfD, die friedlich verlaufen war, und eine von Rechtsextremisten, die weniger friedlich verlief. Aber es kam im Wesentlichen, so nach Polizeiberichten und anderen Berichten, die ich erhalten hatte, zu Rempeleien, zum Pfefferspray-Einsatz und Ähnliches. Keine Hetzjagden. Und das ist keine semantische Wortklauberei. Und das bestreite ich. Das ist ein großer Unterschied, ob Pfefferspray eingesetzt wird von Polizeibeamten, ob Heil-Hitler-Gruße gezeigt werden und so weiter. Und ich rede vom Sonntag, 26. Ich rede nicht vom 27. und von den folgenden Tagen. Durch die folgenden Ausführungen Maaßens wird dem Zuschauer indirekt deutlich, dass Sundermeier versucht hat, durch Auslassungen und Übertreibungen, Herausstellungen, einen Falscheindruck beim Zuschauer zu bewirken. Durch dieses falsche Bild sollte Maaßens Reputation massiv angegriffen werden. Indem Maaßen jetzt einfach schildert, was tatsächlich passiert ist, schützt er seine eigene Reputation und greift die Reputation von Sundermeier massiv an und auch indirekt mit die von Lanz. Dadurch, dass er zuvor Sundermeyers Ausführungen Unsinn genannt hat, hat er deutlich gemacht, dass er Sundermanns Frame verneint. Jetzt untermauert er seinen eigenen Frame, indem er den Ablauf der Geschehnisse schildert und logisch deutlich macht, Sundermeyers Ausführungen stimmen nicht. Was er jetzt noch verpasst hat, ist deutlich zu machen, was Sundermeier hier Schlimmes gemacht hat.
dass er probiert hat zu täuschen und probiert hat, seine Reputation anzugreifen. Und dass er absichtlich gewisse Dinge ausgelassen hat. Das wird jetzt gleich durch Marstens Schilderung deutlich werden. Und da hätte er Sundermeier und Lanz festnageln können und sie nicht mehr entlassen dürfen. Und da wären Sundermeier und Lanz wären da nicht mehr herausgekommen. Sie hätten da keine Erklärung liefern können. Und dann wären sie, dann hätte man wirklich eine Stimmungswende beim Zuschauer erreichen können, was sehr wichtig gewesen wäre. Das ist entscheidend. Ist deswegen entscheidend, weil am Tag drauf die Tagesschau und andere unter Berufung und Beleg dieses Antifa-Videos gesagt haben, es gab Hetzjagden, nicht nur eine, in Chemnitz. So, alle, die von der Sache etwas verstanden, selbst die Lokalpresse, Neue Presse Chemnitz, berichtete, es gab keine Hetzjagden. Es gab keine Hetzjagden. Freie Presse. Freie Presse. Aber Chemnitz. Es stimmt, was Sie sagen. Ne? Ja, es gab keine Hetzjagden. Es wurde da berichtet, so, ja. Aber Tagesschau berichtete das und andere Persönlichkeiten berichteten auch, sagten, es gab Hetzjagden. So, an dem Tag, als die Medien über Hetzjagden berichtete, ging die Post in Chemnitz richtig ab. Ich versuche mal, das so mit ganz plakativ zu sagen. Ging die Post ab, es wurde richtig gewalttätig. Aber auch keine Hetzjagden. Mir waren jedenfalls in diesen Tagen keine Hetzjagden bekannt geworden. Es sind schwere Straftaten begangen. Jetzt stellt er eben alles für den Zuschauer verständlich dar, was der Zuschauer eben vorher nicht gewusst hat. Ich glaube, auf ein jüdisches Restaurant ist ein Angriff gemacht worden. Es sind Ausländer, der Besitzer saß hier. Ja. Also ich glaube, 200 Ermittlungsverfahren oder Strafverfahren sind eingeleitet worden. Aber es war in den folgenden Tagen gewesen. So, was mich interessiert hatte und als Verfassungsschutzpräsident bin ich... Das ist eben ganz wichtig, dass er eben jetzt klar gemacht hat, das war in den folgenden Tagen. Nicht nur für Rechtsextremismus zuständig gewesen, sondern auch für Desinformation. Wieso haben die Medien über Hetzjagden berichtet, die es am Sonntag gar nicht gegeben hat? Die konnten doch gar nicht wissen, dass es vielleicht am Mittwoch oder ein paar Tage später Hetzjagden geben würde. Wieso hat die Tagesschau das gemacht? Und wieso haben die ausgerechnet ein Antifa-Video als Beleg genommen? Was für Zusammenhänge gibt es zwischen der Tagesschau und Antifa? Und das sind aus meiner Sicht berechtigte Fragen, die sich ein Präsident des Verfassungsschutzes stellen muss, wenn nämlich die ganze Welt in den Folgetagen über Hetzjagden in Chemnitz berichtete. Ich habe es in Yomiuri Shimbun in Japan gesehen. Die New York Times hat drüber berichtet. Die haben alle über diese Hetzjagden berichtet. So, und da muss ich sagen, da muss ich mir wirklich die Frage machen. Hätte er es gar nicht einschränken müssen, mit meiner Meinung nach, sondern das ist eine Kleinigkeit. Was ist die Motivation gewesen, von den deutschen Medien an dem Montag von Hetzjagden zu sprechen? Aber wenn Sie sagen, Hamas, wenn Sie sagen, es gab keinen Beleg sozusagen aus Ihrer Sicht für, und das will ich jetzt überhaupt nicht in Zweifel stellen, warum spekulieren Sie auf der anderen Seite dann direkt weiter, machen sozusagen das nächste Fass auf und sagen, ich kann eigentlich nur vermuten, da wurden gezielte Falschinformationen gestreut, um Herr möglicherweise, Lanz. Ganz kurz, die Lanz ignoriert jetzt einfach die Konsequenz dessen, was Maaßen dargestellt hat, dass die Medien kartellartig falsch berichtet haben und probiert es als unsittlich darzustellen, dass Maaßen die Nachfrage für das Motiv gestellt hat. Weil es muss natürlich selbstverständlich ein Motiv geben für eine Falschberichterstattung. Und Lanz probiert jetzt in die Richterrolle zu kommen, das Thema zu setzen und Lanz wieder und Maaßen wieder in die Rolle des Angeklagten zu drücken, indem er hier probiert zu sagen, ja, du hast jetzt hier wieder was falsch gemacht. Das Gefährliche ist dabei für Maaßen, dass jetzt das, was Sundermeier gemacht hat, wenn Maaßen es jetzt nicht aufgreift weiter, nicht selbstständig das Thema darauf lenkt, dann sorgt Lanz dafür, dass es unter den Tisch fällt, so dass beim Zuschauer am Ende der Eindruck entsteht, entsteht hier Aussage gegen Aussage und das wird dann nicht weiter aufgeklärt. Maaßen muss jetzt dafür sorgen, dass Sundermeier da nicht mehr rauskommt, dass auch Lanz da nicht mehr rauskommt. Das heißt, Maaßen muss selber hier das Thema setzen und darf sich nicht lenken lassen. Lanz probiert jetzt gezielt Frames gegen Maaßen zu setzen, ihn anzuklagen und dabei gleichzeitig vom Thema wegzulenken. Öffentlichkeit von einem Mord abzulenken. Herr Lanz, das ist das. Das ist eine große Unterstellung. Nein, das ist eine Frage. Und die Frage, die müssen Sie nicht an mich stellen, sondern zum Beispiel an Herrn Gnifke von der Tagesschau. Warum hat Herr Gnifke... Nein, also wenn man
wenn man behauptet, es gab Hetzjagden und benutzt dieses Video, und es gab keine Hetzjagden, dann müssen sich die Journalisten die Frage gefallen lassen, wieso haben die das berichtet? Aber es ist keine. Durch das Kopfschütteln signalisiert Sundermeier dem Zuschauer, dass er Maaßens Frame nicht akzeptiert. Es herrscht jetzt hier also noch ein Kampf Frame gegen Frame. Sundermeiers Realität gegen Maaßens Realität. Maaßen darf jetzt nicht locker lassen, so lange, bis Sundermeier Maaßens Frame akzeptieren muss. Maaßen hat den entscheidenden Vorteil, dass er die Realität, die Wahrheit auf seiner Seite hat. Für Sundermeier wird es umso schwieriger, je länger Maaßen und je konkreter Maaßen auf die Geschehnisse eingeht, weil Sundermeier davon lebt, von der Verwirrung, von der Auslassung, von der Fehlvorstellung, die er bei dem Zuschauer erzeugt hat. Diese Vorstellung lässt sich aber nur aufrechterhalten, wenn es nicht konkret wird. Weil es heißt ja immer so schön, Lügen haben kurze Beine. Und je mehr es konkret wird, desto weniger Chance hat Sundermeier. Es ist ja sowieso in Anführungszeichen bewundernswert, wie es Sundermeier schafft, hier aus dem Nichts so ein Lügengebäude zu generieren, das anscheinend viele Zuschauer akzeptieren. Das heißt, Maaßen müsste jetzt hier noch den Sack zumachen, indem Maaßen Sundermeier zwingt zuzugeben, dass seine Darstellung des Ablaufs die richtige ist und dass Sundermeier durch Auslassung probiert hat zu täuschen. Maaßen darf nicht locker lassen, bis er das erreicht hat, bis er geschafft hat, dass Lanz und Maaßen öffentlich einknicken müssen mit ihren Frames. Das ist ganz wichtig, um beim Zuschauer, um bei vielen Zuschauern eine Wende zu erreichen. Die anderen leben von der Verwirrung, von der Ungenauigkeit, leben davon, dass der Zuschauer ein falsches Bild hat. Sie generieren ihre Frames, ihre Reputationsbeschädigung von Maaßen, ihre Angriffe, generieren sie daraus, dass der Zuschauer ein unvollständiges Bild hat, sich eine Fehlvorstellung gebildet hat beim Zuschauer, die sie probiert haben zu erzeugen. Maaßen hat die Realität auf seiner Seite und je konkreter es wird, desto schwieriger wird es für die anderen und desto leichter wird es für Maaßen. Maaßen muss nur beim Thema bleiben und darf sich nicht davon ablenken lassen. Wenn die anderen es schaffen, davon wegzulenken, haben sie gewonnen, dann verbleibt die Fehlvorstellung und dann haben sie ihren Frame gesetzt, dann haben sie Maaßens Reputation beschädigt, jedenfalls in den Augen von vielen Leuten. Maaßen kann jedoch durch die Aussagen dieser beiden Leute selbst in der Sendung dafür sorgen, dass diese ihre Reputation vollständig verlieren, wenn er es schafft, dabei zu bleiben. Im Moment ist es noch so, Sundermeier signalisiert, er schüttelt den Kopf, er behält seinen Frame. Er verneint den Frame von Maaßen. Erst wenn Maaßen ihn dazu zwingt, durch eine logische Auseinandersetzung, erst dann kann er es schaffen, wirklich vollständig zu gewinnen, seinen Frame vollständig durchzusetzen. Was, wie gesagt, für ihn umso leichter wird, desto umso konkreter es wird. Er darf Lanz die Moderatorenrolle nicht zugestehen, dass Lanz jetzt probiert, vom Thema abzulenken und auf unwesentlichere Dinge zu kommen. Oder überhaupt die Aufmerksamkeit auf Maaßen zu lenken, dass Maaßen angeblich irgendwas falsch gemacht hat. Dass Maaßen die Frage stellt nach dem Warum, die ja selbstverständlich ist, weil die Fehlberichterstattung ja kein Versehen war, sondern sie wissentlich geschehen ist. Weil den geübten Journalisten ist natürlich klar, dass diese Antifa-Fetzen, dass das kein Beleg ist für eine Hetzjagd. Das wissen die Journalisten und sie haben trotzdem falsch berichtet. Und allein dafür, dass Lanz jetzt probiert abzulenken, dafür kann Maaßen ihn auch zur Rechenschaft ziehen und kann ihn auch dafür angreifen. Also Lanz und Sundermeier reiten sich immer tiefer rein, aber erst dann, wenn Maaßen das aufgreift und es dem Zuschauer beleuchtet. Wenn Maaßen sie davonkommen lässt, dann haben sie ihre Wette, in Anführungszeichen, gewonnen und haben es geschafft, in den Augen vieler Zuschauer Maaßens Reputation zu beschädigen, was ja das Ziel ist. Das Ziel ist ja, zu behaupten, sie machen hier, bei den Medien ist alles okay, sie setzen sich mit Maaßen auseinander, sie setzen sich mit kritischen Positionen auseinander, aber diese Positionen sind falsch und sie sind richtig. Das ist ja der Frame, den sie setzen wollen, den sie in dieser Sendung erreichen wollen. Und wenn Maaßen sich lenken lässt und
sein Frame nicht durchsetzt, dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Frage, ne? Sprechen gute Gründe. Ich muss da jetzt reingehen. Ja. Herr Maaßen, Sie machen hier und jetzt und heute. Und jetzt hat es Maaßen verpasst, und er wird es verpassen, werden gleich sehen, ihn anzugreifen. Ihn sozusagen jetzt für das Statement, was er gerade gemacht hat, aber das ist natürlich klar, da muss natürlich Maaßen auch genau aufpassen, was er gesagt hat, ihn daher für jetzt zu vernichten. Also Maaßen hat jetzt die Chance gehabt, hat jetzt alle Trumpfblätter, hat er aufgespielt bekommen, von den beiden selbst, von dem, was Lanz und Sundermeier gerade gesagt haben, hat er jetzt alle Trümpfe in der Hand, sie komplett zu zerstören. Heute weiter. Das, was Sie tun, ist hochgradig gefährlich. Und ich bin x-fach auf Veranstaltungen, nicht nur in Chemnitz, überall in Sachsen, in Brandenburg, an allen Orten, wo es ein paar Tage dauert, bis Sie anschließend Berichte auf Ihren Schreibtisch hatten, bin ich selbst dabei und sehe. Maaßen darf Sundermeier an der Stelle nicht ausreden lassen, weil das für den Zuschauer so wirkt, dass Maaßen damit den Frame akzeptiert. Und je länger Sundermeier redet, desto weiter geht es vom Thema weg, desto mehr verstreicht Maaßens Chance, sie zu packen, sie festzunageln. Eher, was seit 2014 in diesem Land los ist. Das erste Mal habe ich hier in der Sendung gesessen nach den Ausschreitungen von der Hooligans gegen Salafisten in Köln. Da gab es anschließend einen Landesinnenminister, der sagt, Rechtsextremisten waren da höchstens 15% unter diesen 5000 Randalierern, die versucht haben, die Kölner Innenstadt auseinanderzunehmen. Und seit dieser Zeit. Sundermeier redet sehr lange und lenkt damit immer mehr vom Thema ab. Es wird für Maaßen außerdem immer schwieriger zu folgen und sich alles im Kopf zu behalten. Auch der Zuschauer wird mehr und mehr vergessen, was Sundermeier am Anfang gesagt hat. Je länger Maaßen Sundermeier reden lässt, desto schlechter ist es für ihn jetzt. Heizt sich das Klima deutschlandweit und auch wie immer wieder entzündet durch solche entscheidenden Punkte wie in Chemnitz, wie in Cottbus, wie in Kande, wie an anderen Seiten auf? Und Sie behaupten immer noch steif und fest, hier und heute darüber zu reden, ob das jetzt das richtige Wording war? Das macht einen großen Unterschied aus. Dann setzen Sie sich doch einfach mit der Redaktion der Tagesschau auseinander darüber, ob man diesen Begriff Hetzjagd oder nicht. Wenn man sich überlegt, Hetzjagd, was bedeutet eine Hetzjagd? Ein Hetzjagd bedeutet, dass Leute gejagt werden und dann schwere Gewalttaten oder sie dann zu Tode kommen. Also ich kann mich erinnern an den Bericht über eine Hetzjagd und das war einfach schrecklich, was da passiert ist. Da wurden wirklich Ausländer von Nazis durch die Straßen gejagt und wurden dann so schwer verletzt, also dass sie langfristige Schäden haben. Und die wurden also ewig durch die Stadt gehetzt und eine Hetzjagd, das ist wirklich was ganz Schlimmes und sowas stellen sich die Leute vor. Wenn man dann diesen Antifa-Schnipsel sieht und dann einfach sowas behauptet wird und dann gab es das gar nicht. Und das ist alles völlig verzerrt. Das ist so ein Skandal. Und sozusagen, dass er relativiert das jetzt und da müsste Maaßen hier sofort sagen, ja, sie relativieren hier, wie kommen sie dazu, auch das Motiv gleich in Frage stellen, wieso er das jetzt so macht. Das ist doch im Verhältnis zu dem, was in Deutschland abläuft und was Sie dadurch grundsätzlich anzweifeln und merken Sie wissen, dass die, was in dem Land losgeht. Ich bin dort und nicht, weil ich hinten die sitze. Die Leute, die schreien Lügenpresse. Die Leute schreien aus reinem Herzen. Die schreien aber nicht Sie an als Lügenpresse. Indem Sundermeier anklagend auftritt, übernimmt er eine dominante Rolle. Maaßen dürfte das nicht zulassen, sondern müsste selbst anklagend sein und seinen Frame angreifen. Er unterbricht ihn, aber er lässt ihn trotzdem zu lange und zu viel reden, sondern er müsste Dinge herausgreifen und ihn dann darauf festnageln. Maaßen darf es nicht verpassen, die ganzen Angriffspunkte, die Sundermeier sich gibt, durch seine Äußerungen aufzugreifen und damit seine Reputation und auch die von Lanz anzugreifen. Das muss er allein tun, um seine Reputation zu schützen. Er muss seinen Frame durchsetzen. Er muss auch diese Richterrolle, in die Lanz und Sundermeier sich begeben, die darf er nicht akzeptieren, sondern muss allein schon das ansprechen, wie sie dazu kommen, sich hier so aufzuspielen und so moralisierend daherzureden, bei dem, was sie hier probieren zu relativieren, zu vertuschen und was die Medien gemacht hat und dass es angebrachter wäre, hier kleinlaut zu sein und erstmal die Fehler zuzugeben und Besserung zu geloben.
anstatt hier so aufzutrumpfen gegenüber Maaßen. Von mich. Und wissen Sie warum? Weil Sie in der Tagesschau. Nein, weil Sie in der vergangenen Woche noch, Sie machen eine Veranstaltung. Herr Maaßen, weil da auch solche Dinge. Durch Ihr anklagendes Auftreten versuchen Sie den Eindruck zu erzeugen, Lanz und Sundermeier, wir sind richtig, Maaßen ist falsch. Wir sind die Guten, Maaßen hat etwas falsch gemacht und muss sich Vorwürfe gefallen lassen. Maaßen muss das so kontern, indem er zu verstehen gibt, erstmal ruhig, nein, mein Frame ist richtig, und dann muss er aber das Thema sofort wieder umlenken. Er darf sich nicht zu lange damit aufhalten, zu sagen, ich verteidige mich hier und da. Er muss umgehend wieder auf Sundermeier und Lanz kommen. Also er muss kurz sagen, nein, ich habe richtig gehandelt. Aber da muss er sofort wieder die Aufmerksamkeit auf das Verhalten von Sundermeier und Lanz lenken. Wie gesagt, Lanz und Sundermeier relativieren, verharmlosen diese Lüge von ganz vielen Medien, von der Bundesregierung. Darauf kann er die Aufmerksamkeit sofort wieder zurücklenken und dann fragen, ja, wieso relativiert ihr das so? Wie kann es jetzt sein, dass ihr mich dafür angreift, dass ich das aufgedeckt habe, was ja meine Pflicht war? Sie machen eine Veranstaltung in Bad Godesberg mit der Werteunion, halten einen Vortrag. Ein Lokaljournalist berichtet darüber in einer Art und Weise, die Ihnen nicht gefällt. Und Sie rufen über Twitter dazu auf, das Abo vom Bonner Generalanzeiger zu kündigen. Das sorgt dafür, dass die Menschen Lügenpresse rufen auf der Straße. Doch. Also das ist wirklich eine Unverschämtheit. Sundermeier und Lanz haben sich in ihrer Rolle als Ankläger immer weiter aufgeschaukelt. Und Maaßen drohte sehr in die Defensive zu kommen. Deswegen war es für Maaßen an dieser Stelle sehr richtig und wichtig, diesen Frame der Anklage zurückzuweisen mit Unverschämtheit. Das war absolut notwendig gewesen. Sehr gut wäre es jetzt von Lanz gewesen, oder sehr wichtig, seinen Frame zu untermauern mit einer inhaltlichen Begründung. Warum ist es eine Unverschämtheit? Und das aufzudröseln, was sie gemacht haben. Das verpasst Maaßen hier noch. Den Tweet, ich habe mir gerade noch gelesen. Das Problem ist, dass die Leute... Das Problem ist, dass die Leute mehr und mehr den Medien nicht mehr glauben. Glauben denn? Mit dieser Aussage macht Maaßen ungewollt einen großen Fehler. Die Aussage ist falsch, weil sie unpräzise ist. Maaßen meint damit das Problem, dass die Medien falsch berichten und dass demzufolge die Leute den Medien nicht mehr glauben. Das Problem ist aber, dass die Medien falsch berichten und nicht, dass die Leute den Medien nicht glauben. Dass die Leute den Medien mehr und mehr nicht glauben, ist gut angesichts der Tatsache, dass die Medien täuscherisch berichten. Es ist gut, dass die Leute das immer mehr durchschauen. In dem Maaßen jetzt sagt, es wäre ein Problem, dass die Leute den Medien nicht glauben, stellt er den Medien ungewollt das Zeugnis aus, sie hätten es verdient, dass man ihnen vertraut. Er wird gleich korrigieren, dass das Problem ist, dass die Medien falsch berichten. Aber Lanz und Sundermeier greifen jetzt sein Statement auf und machen ihm den Vorwurf, dass er schuld wäre, dass die Leute den Medien nicht glauben würden. Es ist ja auch so, er ist ja auch dafür verantwortlich, dass die Leute den Medien nicht glauben, was ja gut ist, da die Medien ja falsch berichten. Er selber hat das aber ungewollt ein Problem genannt. Er ist natürlich anders gemeint, aber Lanz und Sundermeier nutzen das sofort aus und drehen es gegen ihn und greifen damit seine Reputation an. Und Sie reiten darauf rum, indem Sie dieses Video und diese Wortklauberei bis zum Exzess betreiben. Hören Sie doch auf, das Problem sind Sie, das sind die Medien. Ich bin das Problem? Ja, das Problem. Dann möchte ich jetzt mal hören, wo ist meine Berichterstattung das Problem? Nicht Ihre Berichterstattung, die Medien. Sundermeier geht hier die Wette ein, dass Maaßen seine Sendungen im Fernsehen nicht gesehen hat oder, wenn er sie gesehen hat, sie ihm nicht zuordnen kann, und gewinnt damit. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn man Sundermeiers Sendungen analysieren würde, dass sie vor Unausgewogenheit nur so triefen würden und dass man sehr leicht, sehr schnell, sehr viel finden würde, was man hier vorbringen könnte gegen ihn. Da Maaßen sehr wahrscheinlich keine Sendung Sundermeier konkret zuordnen kann, schließt er ihn von der Kritik an den Medien aus. Das ist verhängnisvoll, denn genau Leute wie Sundermeier, genau solche Leute sind das Problem in der Medienlandschaft heutzutage.
genau der Stil, den Sundermeier in dieser Sendung pflegt. Wenn Maaßen aufmerksam gewesen wäre, hätte Herr Barth sich einfach auf Dinge beziehen können, die Sundermeier in der Sendung gesagt hat, gerade in seinem 6-minütigen Monolog. In vielen Punkten hat sich Sundermeier extrem angreifbar gemacht, aber durch die vielen unterschiedlichen Frames, die Sundermann setzt, haben Lanz und er erfolgreich es geschafft, dass Maaßen sich die Dinge nicht im Kopf behalten hat und da nichts aufgreift. Ja, das ist ein Teil der Medien. Übrigens immer Beispiel. Aber es sind die Araber, es sind die Medien, ja. Es ist immer, das meine ich mit Indifferenz. Herr Lanz, wollen Sie mich jetzt hier in die Zange nehmen? Ich wende mich jetzt Ihnen so, ja? An dieser Stelle setzt Maaßen plötzlich einen schmerzhaften Punkt gegen Sundermeier und Lanz. Lanz hat Sundermeier als neutralen Journalisten vorgestellt, der ohne Schaum vor dem Mund reden würde und so weiter und so fort. Und hier wird eindeutig, dass er nicht neutral ist, sondern dass sie probieren, Maaßens Reputation zu zerstören. Und Maaßen lenkt, dadurch, dass er nicht die Frage beantwortet, sondern das feststellt, lenkt er die Aufmerksamkeit der Zuschauer gezielt darauf. Maaßen macht es hier unbewusst genau richtig. Er setzt selber Themen. Er springt nicht über die Pferdchen von Lanz. Er folgt nicht Lanz Themenauswahl, sondern er setzt hier ein Thema. Wir versuchen das jetzt ein bisschen albern. Ich kann mich nicht mal hin und her drehen. Ja? Lehnen Sie sich einfach einen Schmack zurück, Blutdruck wieder nach unten und lassen uns das bitte ausdiskutieren. Das Problem, 2015, kleine Mädchen. Maaßen wird an dieser Stelle wieder konkret. Immer wenn Maaßen konkret wird, wird es für Lanz und Sundermeier schwierig. Diese werden wieder probieren, vom Thema wegzulenken. Willkommenskultur. Das Problem war dann Silvester gewesen. Tage später versetzt wurde darüber berichtet. Die Menschen haben Zweifel gehabt, dass die Tagesschau und die öffentlich-rechtlichen Medien hier noch wahrheitsgemäß berichten oder ob das hier Manipulation ist. So, der Glaube, dass die Medien die Menschen wahrheitsgemäß unterrichten, hat abgenommen. Und das liegt nicht an mir. Sie verstärken den Trend. Sundermeier gibt sich durch seinen extrem frechen Kommentar, Maaßen will durch seine Aufklärung den Trend verstärken, eine extreme Blöße, die Maaßen aufgreifen könnte. Mit diesem Statement, wenn Maaßen das breittritt, kann er Sundermeiers Reputation komplett zerstören. Bisher hat Sundermeier probiert, dadurch zu täuschen, indem er Dinge weggelassen hat. Durch dieses Statement entblößt er sich, dass er Aufklärung bewusst verhindern will, dass er sie verdecken will, dass er Aufklärung über Missstände missbilligt, dass er Maaßens Aufklärung darüber, dass kein Hexenjagd stattgefunden hat, diese Aufklärung der Bürger, dass er die missbilligt. Und das ist das gleiche Vorgehen, wie Diktatoren es auch handhaben. Sie möchten auch nicht, dass die Leute die Wahrheit erfahren. Sundermeier outet sich hier als jemand, der Lug und Trug befürwortet. Maaßen begeht hier wieder den Fehler, dass er es als Problem darstellt, dass die Leute den Medien nicht trauen. Das Problem ist die falsche Berichterstattung der Medien, nicht, dass die Leute den Medien nicht trauen. Dadurch, dass Maaßen sagt, es wäre ein Problem, dass die Leute den Medien nicht trauen, gesteht er unbewusst indirekt zu, fälschlicherweise, die Medien würden es verdienen, dass man ihnen vertraut. Das tun sie im Moment aber nicht. Und das wirklich Skandalöse, das Schlimme, dass Medien, dass man tatsächlich das vereinheitlichen kann und muss, dass es hier ein kartellartiges Problem ist, dass das nicht ein paar Medien sind, sondern dass alle zusammen hier Täuschung begehen. Und dass das extrem bedrohlich ist und besorgniserregend ist. Und Maaßen könnte darauf bestehen, könnte Sundermeier darauf festnageln, warum er diese Täuschung will. Hier könnte Maaßen voll in die Offensive gehen. Und er dürfte, wie schon oft angemerkt, sie dann nicht mehr daraus entlassen. Natürlich, selbstverständlich. Sie verstärken den Trend, wenn Sie Blödsinn berichten. Also Olaf Sundermeier ist tatsächlich einer, ich habe das auch eingangs gesagt. Hier wieder der Fehler von Maaßen, dass er zurückrudert gegenüber einer Person, die seine Reputation in dieser Sendung massiv angreift und die sich dabei massive Schwächen, Blößen gegeben hat, die Maaßen aufgreifen könnte. Und durch das Aufgreifen würde Maaßen seine Reputation schützen und die Reputation von Sundermeier zerstören.
Aber das, Herr Maaßen, ist ja der rhetorische Kniff dabei. Die Araber, die Medien, die Migranten, die Öffentlichkeit. Merken Sie nicht, dass ich das Gleiche spiele, wie Sie spielen? Maaßen hätte an dieser Stelle auf einer Vereinheitlichung bei den Medien beharren müssen und hätte von seinem Frame keinen Zentimeter zurückweichen dürfen. Als ehemaliger Verfassungsschutzpräsident war es seine Pflicht, Deutschland zu schützen, die Demokratie in Deutschland zu schützen. Und angesichts dessen war es seine Pflicht, darauf hinzuweisen, dass hier eine Fehlberichterstattung erfolgt ist. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Das ist sein Beruf gewesen. Und darauf hätte er verweisen müssen. Und er hätte im Gegenzug, hat Lanz sich hier eine große Schwäche gegeben. Er hätte die Medien weiter kritisieren sollen und auf den Medien beharren sollen, und Lanz und Sundermeier explizit mit einschließen sollen. Und zwar durch das Verhalten in ihrer Sendung. Er braucht dazu gar keine anderen Belege. Er kann einfach das Verhalten in der Sendung aufgreifen, in dem probiert wird, von dieser Ungeheuerlichkeit abzulenken. Und dass bisher Lanz und Sundermeier noch kein einziges Mal ihr aufrichtiges Bedauern geäußert haben über diese Fehlberichterstattung. Dadurch, dass Lanz und Sundermeier ihren Frame penetrant wiederholen, dass die ganzen Mainstream-Medien ihren Frame gegen Maaßen penetrant wiederholen, scheint es ihnen zu gelingen, Maaßen zu zermürben, sodass Maaßen seinen Frame nicht so standhaft und selbstverständlich behauptet, wie er es eigentlich müsste und wie es angebracht ist. Es ist absurd. Wie gesagt, Maaßen hat das einzig Richtige getan, das einzige, was ein Verfassungsschutzpräsident mit Rückgrat hätte tun können und sollen. Und alles andere wäre Fehlverhalten gewesen. Nur sein Verhalten war das Richtige, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, über diese große Gefahr, die sich hier abzeichnet. Die kleinen Mädchen mit den großen Kulleraugen, das sind ihre Asylsuchenden. Ja? Sie überspitzen eine... Maaßen punktet jetzt wieder und setzt einen starken Frame, indem er ein eigenes Thema setzt und konkret wird. Jetzt reden wir über was ganz anderes. Also wir reden jetzt über die Situation 2015, wo die öffentlich-rechtlichen Medien eine Szenerie dargestellt haben, die nicht der Realität entsprach. Herr Maaßen, wissen Sie, was der Punkt ist? Nachdem Maaßen die Aufmerksamkeit der Zuschauer wieder auf die Fehlberichterstattung gelenkt hat, probiert Lanz, die Aufmerksamkeit wieder davon wegzulenken. Dies tut er auf eine dreiste Weise, indem er sich als Oberlehrer hinstellt, der bestimmt zu wissen, was wichtig ist und was nicht. Er behauptet hier, das, was Maaßen gesagt hat, wäre nicht wichtig, indem er sagt, das wäre nicht der Punkt. Natürlich ist die Fehlberichterstattung genau der Punkt. Maaßen darf das jetzt nicht zulassen, dass Lanz ablenkt, und muss dabei bleiben und muss Lanz gleichzeitig dafür angreifen, was er hier macht, dass er sich hier erstmal als Oberlehrer aufspielt gegenüber einem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten. Das kann er aufgreifen, und diese Ablenkung von dem Thema, von der Fehlberichterstattung. Lanz ist hier ein Risiko eingegangen, das Maaßen nutzen könnte. Lanz gibt sich hier die Blöße, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Maaßen müsste ihn dafür stellen. Aber da muss Maaßen eben hellwach sein und das aufgreifen, erkennen und rechtzeitig aufgreifen. Er darf diesen dominanten Frame von Lanz, dass er sich als Oberlehrer aufspielt, sozusagen als Richter, als Bestimmer, dem Maaßen gerecht werden muss, das darf er nicht zulassen, das darf er nicht hinnehmen und muss hier die Dinge gerade rücken. Wenn Lanz damit durchkommt, hat er einen wichtigen Punkt gemacht und Maaßen sehr in die Defensive gebracht und seine Reputation beschädigt. 2015, also den Ball kann man natürlich auch elegant zurückspielen. Aber ich will mich ehrlich gesagt gar nicht mit Ihnen streiten, weil ich finde, das Thema ist auch viel zu ernst, um auf so einer primitiven, holzschnittartigen Ebene darüber zu reden. Ja. Maaßen hätte hier nicht Ja sagen dürfen, sondern hätte darauf bestehen müssen, dass eine Fehlberichterstattung in Deutschland ein großes Problem ist. Maaßen darf es nicht zulassen, dass Lanz dauernd davon ablenkt, sondern er muss diesen Punkt immer und immer wieder bringen und darf Lanz da nicht davonkommen lassen. Lanz und der andere probieren sich immer in diese Richterrolle zu begeben und Maaßen irgendwie zu kritisieren, sozusagen als Moderatoren. Aber darauf darf Maaßen sich überhaupt nicht einlassen.
sondern muss eben Lanz und den Sundermeier als politische Mitspieler begreifen und muss sie auch so behandeln. Wenn Sie, auch da stimme ich hinzu. Ja, wenn Sie in Amt und Würden sind, 2015, waren Sie das ja auch. Sie hätten doch in 2015 sagen können, pass auf, ich gebe einem seriösen Medium ein großes Interview, lass uns bitte darüber reden, dass wir hier möglicherweise eine verzerrte Darstellung der Dinge haben. Das können wir doch tun. Darüber können wir doch sprechen. Wir reden doch jetzt hier auch offen darüber. Mhm. Genau in diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Lanz betreibt jetzt positives Eigenframing, worauf Maaßen zu passiv ist. Lanz kann dadurch die ganze Zeit seine Frame setzen, wohingegen Maaßen keinen Frame mehr setzt. Und Lanz ist auch mit diesen ganzen Negativ-Frames, für die Maaßen ihn hätte übelst bestrafen können, wo er hätte Sundermeier und Lanz blamieren können bis auf die Knochen, wenn er darauf einfach bestanden hätte. Das gerät jetzt alles in Vergessenheit und Lanz kommt davon. Man muss sich immer daran erinnern. Wir politisch Interessierte, für uns zählt die Logik. Für uns gewinnt auch Maaßen jetzt. Aber viele Leute interessieren sich nicht für den Inhalt, sondern die interessieren sich nur für den Frame. Wer gewinnt den Frame-Battle? Und für die Leute hat Maaßen nicht gewonnen, sondern für die Leute gewinnt jetzt gerade Lanz. Sie so furchtbar finden, da sitzen Sie jetzt gerade. Warum stellen wir uns dem? Machen wir doch. Sie haben sich doch 2018 auch an jemanden gewandt in Kempten. Die Öffentlich-Rechtlichen stellen sich dem in Wahrheit eben nicht, sondern probieren davon abzulenken. Maaßen ist jetzt vielleicht ein bisschen erschöpft. Er ist passiv und die anderen setzen ihre Frames. Er müsste jetzt hellwach sein und weiterhin unterbrechen und dürfte nicht Lanz reden lassen. Aber man muss dran denken, die Sendung geht jetzt schon lange und Maaßen ist vielleicht erschöpft. Und Sie haben sich an jemanden gewandt, der auch gelegentlich eine Agenda zu haben scheint, sage ich jetzt mal juristisch in aller gebotenen Vorsicht. Warum haben Sie das 2015 nicht gemacht? Schauen Sie, 2015 war ich in einer anderen Situation und war... Chef des Verfassungsschutzes? Ich war natürlich Chef des Verfassungsschutzes. Im Folgenden ist Maaßen zu passiv und lässt sich von Lanz immer mehr in die Rolle des Angeklagten drücken. Obwohl er eigentlich die Rolle des Klägers übernehmen sollte und Lanz der Angeklagte sein sollte. Durch die Passivität erscheint es für den Zuschauer so, als würde Maaßen die Frames von Lanz mehr oder weniger akzeptieren. Jedenfalls widerspricht er ihnen nicht. Maaßen muss möglichst jeden einzelnen negativen Frame von Lanz, die dieser ja in der Großzahl setzt, widersprechen und darf Lanz mit keinem einzigen Frame davonkommen lassen, weil ja alle Frames von Lanz verlogen sind. Wie gesagt, es ist so, dass für uns Maaßen gewinnt. Für uns zählt die Logik. Wir interessieren uns für die tatsächlichen Hintergründe. Aber viele interessiert nur, wer gewinnt den Frame. Viele interessiert nicht die Wahrheit. Für sie zählt allein, wer jetzt in dem Moment den Frame gewinnt. Und deswegen ist es so wichtig, dass Maaßen Lanz da nicht davon kommen lässt. Natürlich meine Berichte an die gegeben, um die es auch ging. Und die sind natürlich auch in den entsprechenden Gremien beraten worden. Ja. In dem Maaßen Lanz die Themenwahl zugesteht, ist es Lanz jetzt gelungen, von der Falschberichterstattung der Medien, der systematischen Falschberichterstattung, was ja das Wesentliche ist, was das tatsächlich Relevante ist für Deutschland. Davon konnte Lanz jetzt erfolgreich ablenken und den Aufmerksamkeitsfokus auf irgendwelche Punkte bei Maaßen lenken, was er 2015 nicht gemacht hat. Sozusagen jetzt macht Lanz den absurden Vorwurf, Maaßen hätte doch schon 2015 sich über Dinge beschweren können. Das ist alles richtig. Nur das Absurde ist, dass jetzt Fehler von Maaßen in den Schwerpunkt gerückt werden, was völlig unausgewogen ist angesichts der Falschberichterstattung. Wenn die Medien nicht falsch berichterstattet hätten, dann hätte Lanz gar nicht 2015 was anderes machen müssen. Und darum muss es natürlich gehen und darauf muss Maaßen die Aufmerksamkeit lenken. Aber dadurch, dass Maaßen jetzt passiv ist und die Themenwahl nicht mehr bestimmt,
wie er es vorher noch gemacht hat, indem er Lanz konfrontiert hat mit konkreten Punkten, wie mit den Flüchtlingen, wie mit dem tatsächlichen Ablauf von Chemnitz. Dadurch, dass Maaßen jetzt darauf verzichtet, ja, kann Lanz sein Spiel spielen und Maaßen ist in der passiven Rolle und einfach durch die Themensetzung, ja, wird der Zuschauer weggelenkt. Also gewinnt er den Frame zurück. Also Maaßen behauptet zwar seinen Frame, aber sozusagen schafft Lanz es jetzt, diese ganzen Medienversagenspunkte als unwichtig darzustellen und es als wichtig darzustellen, was Maaßen angeblich 2015 nicht gemacht hat. Einfach indem er das Thema darauf lenkt. Und was Maaßen eben nicht zulassen dürfte. Was er aber im Folgenden der Sendung leider mehr und mehr zulässt, sodass Lanz hier noch, ja, Framing-Punkte sammeln kann. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut. Frohe Weihnachten. Das Video ist leider erst jetzt fertig geworden. Ist jetzt kein weihnachtliches Video. Aber ja, vielleicht ist ja ein bisschen Abwechslung im ganzen Weihnachtskitsch auch nicht schlecht. Also frohe Weihnachten. Macht's gut.